Hallo und recht herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin der Medi und wir zocken heute wieder eine Runde Minecraft Mod School. Ich muss zugeben, ich starte die Aufnahme gerade nochmal von vorne, weil ich gerade hier in die Richtung zum Dorf gelaufen bin, um zu gucken, ob es einen Villager gibt, der vielleicht Papier gegen Emeralds tauschen kann, weil wir noch Emeralds brauchen. Boah, was ist denn hier los? Genau, weil wir noch Emeralds brauchen für den Baby Separator. Und zwar habe ich ein paar Sachen vorbereitet, die zeige ich euch gerne. Entschuldigung. Die zeige ich euch gerne dann später, wenn wir wieder zurück sind. Alter, sind hier viele Skelette unterwegs. Hier muss bestimmt ein Spawner sein. Genau, ich möchte nämlich eine automatische Tier- und Essensfarm bauen. Bedeutet, wir werden drei verschiedene Kammern machen. Beziehungsweise Gehege. Je nachdem, wie ich jetzt erstmal Lust habe, das provisorisch dahin zu setzen. Wo wir dann quasi Kühe heranzüchten. Und die Babykühe werden dann in die nächste Kammer gegeben. Und ja, geschlachtet. Daraus bekommen wir dann flüssiges Fleisch, also Fluid Meat. Und ja, daraus werden wir dann unsere Nahrungsquelle beziehen, indem wir dann den Meat Feeder, das ist sowas wie eine riesige Spritze, wo auch eine Menge reinpasst, indem wir den damit befüllen und dadurch dann nicht mehr so schnell hungern wie jetzt. Wie man sieht, ich habe hier kaum noch Hungerbalken gehabt. So, ja, komm. Das war's mit dir. Dann ist da vorne noch ein. Ob ich den schaffe? Boah. Könnte eng werden. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Getötet? Ich habe ihn noch niemals im Leben getötet. Ist das ein Bug oder was? Wenn ich ihn getötet habe, wo ist denn das Loot? Hallo? Enderperle? Ach, dann gibt's halt keine. So, hier haben wir ein paar Animals. Villager. Entschuldigung. So. Was tradest du denn? Du brauchst noch nicht weglaufen. Weizen! Oh, sehr gut. Weizen gegen gegen Emeralds. Die Enderperle habe ich sogar. Epic Lootbag. Mach mal auf. Auf Traveling. Nehme ich mal mit. Bin geil. So. Nehme ich alles mit. So, haben wir hier Ätzen. Haben wir kein fertiges Weizen? 12. Ja, ich beschütze euch ja schon. Alles cool. Dachte, wir haben hier einen, der vielleicht mit Papier handelt. Aber die handeln hier anscheinend nur mit Weizen gerade. Was ist denn der Bücherwurm? Oder gibt es überhaupt einen Bücherwurm? Kohle. Ich. Ist doof. Ist teuer. So, wo ist der andere nochmal? Kumpel.
Drinks. Spast. Lass doch den Villager in Ruhe. Wo ist der Bücherwurm? Der Bücherwurm. Ne. Aber fast. Hier muss der Bücherwurm drin sein. Hm, wo ist denn der Bücherwurm? Hier. Nichts Besonderes. So, es gibt keinen Bücherwurm, das heißt, wir brauchen einfach nur jede Menge. Gut, dass ich immer alles vercrafte oder wegschmeiße. Wir brauchen auf jeden Fall 3 Emeralds. Und da ich keinen Bock habe, die zu suchen, traden wir die. Ist mir scheißegal, wie lange das dauert. Ich will Emeralds. Dann würde ich sagen, ich renne nochmal nach Hause. Hol ein bisschen Spaß. Beziehungsweise, ja doch, Heu, Gras, Weed und dann sehen wir uns einfach gleich wieder, ne? Bis gleich. So, mal ein bisschen Weed geholt und dann geht's auch schon wieder los in Richtung Dorf. Noch kann ich ja fliegen. Das hört aber exakt jetzt auf. Warum auch immer. Normalerweise müsste ich durchgehend fliegen können. Aber naja. So ist das. So. Ist eigentlich schon traurig, dass ich jetzt an einer Maschine schon 7 Minuten dranhänge. Aber naja. Das ist ein Android. Ich jetzt nicht unbedingt. Und der vor mir weg, oder? Oh nein, er rennt nicht vor mir weg. Geh weg. Oh. Ist ja mega ätzend. So. Wieder Richtung Dorf. Die ganzen Monster sollten jetzt mittlerweile auch mal verbrennen. Also schön wäre es auf jeden Fall. Jetzt friedlich. Das fackelt alles ab. Wunderbar. Die Knochen nehme ich mal mit. Das lasse ich mir nicht nehmen. Was denn mit dem? Ein Hass. Okay. Lootbag. Was? So. Da war doch einer bei, der hat gegen sag mal schnell, Emeralds. So. Ja, genau. Ich habe aber vergessen, wie viele Emeralds das, wie viel Weed das war für Emeralds. Nehme ich alles mit. Gerne, gerne. Entschuldigung. So. Ja, stay home. Ich bleib zu Hause. Ich spiele Minecraft. Tut das auch, bleibt gesund. Ach, er hat mich gesehen. Okay. Und tschüss. So. Hast du das, der? Wie viele? Hm? Du warst es nicht, dann warst du das?
Auch nicht. Welcher von euch... Was denn jetzt? Du? Nein. Du auch nicht. Du warst es. Hahaha. So, 1, 2, 3. Mehr brauchen wir nicht, oder? Ja, einen habe ich schon. Gut. Entschuldigung. So, dann können wir wieder zurückgehen. Beziehungsweise ich gehe wieder zurück und mache hier einen kurzen Cut. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir das Ding bauen können. So, da sind wir auch schon wieder zu Hause und ja, wir können den Animal Feeder bauen. Huch, das wollte ich jetzt nicht. Das mal alles, was unnötig ist, wieder zurück. Den Animal Separator meine ich natürlich. Baby, Animal Baby Separator. Mann, Sprachenlernen Bubble. So, damit haben wir alle Maschinen, die wir brauchen. Jetzt brauchen wir nur noch eine Stromversorgung. Jede Menge Steine. Und Zäune. Würde ich sagen, was an Steinen reicht. Haben wir noch ein paar von den Iron Bars. Ja, vielleicht reicht das ja schon. Mal schauen. So, wir brauchen Kabel, Stromkabel, Stromkabel, Stromkabel. Haben wir anscheinend keine mehr. Transport Pipe brauchen wir auch. Sehr gut. Hier haben wir noch Stromkabel. Fluid Pipes brauchen wir auch neue. Sieht schlecht aus. Okay. Mach ich erstmal ein paar Fluid Pipes. Bitte vernünftige Fluid Pipes. Machen wir mal 12 Stück. Dann brauchen wir noch Energy Conduits. Nee, so wollte ich das nicht. Energy Cell können wir auch noch bauen. Dann Energy Con. Kann ich noch sowas bauen? Oh, sogar noch einige. Geil, 64 Stück, reicht doch. Und noch eine Capacitor Bank. So eine Standard. Kann man das noch machen? So. Ja, davor fehlt noch der Redstone Block. Zack. Oh. Okay. Zack, machen wir noch eine Capacitor Bank. Irgendwas vergessen.
Nee, das scheint es erstmal gewesen zu sein. Okay. Wo bauen wir das Ganze hin? Ich würde eigentlich sagen, direkt hier. Dann würde ich hier noch ein bisschen Erde auffüllen und das Gras wegmachen. Ich werde mein ganzes Feld jetzt zerstören wahrscheinlich, aber egal. Immer noch ein Eimer, noch Erde. Erde müsste ich eigentlich. So, ja. Perfekt. Und dann sollten wir in Kürze keinen Hunger mehr erleiden. Oh nein! Oh, das muss ich aber alles aufsammeln. Das ist aber nicht gut. Egal, das pflanze ich später neu. Das ist egal. So, dann haben wir hier wenigstens schon mal eine freie Fläche. Könnte sein, dass ich die zwar noch was angleichen muss, aber das ist ja jetzt erstmal nicht so tragisch. So, dann ordne ich an. Ich schlag mal gerade in dem geilen Buch zum Modpack bei, Link in der Videobeschreibung. Ah, okay. Alles klar. Wir brauchen ein 5x5 großes Feld. Das sollte kein Problem sein. Ich habe eine Schaufel. Warum mache ich es eigentlich per Hand? 3, 4, 5. So, immer in der Mitte 5 quasi. Bedeutet 1, 2, 3, 4, 5. Jawohl. Das Ganze 2, 3, 5. Wie viele haben wir hier? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann müssen wir jetzt hier ein 5x5 großes Feld haben. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ja, perfekt. Das Ganze wiederholen wir jetzt nochmal auf der anderen Seite auch. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ey. So. Sechs. Dann haben wir zwei gleich große Felder. Und da bauen wir jetzt diese Zäune drauf. So. Da dürften die ja rein theoretisch nicht rauskommen. So. Gibt einen bestimmten Grund, warum ich hier die Mitten freilasse.
Mach ich hier auch nochmal. Weil da gleich unsere Maschinen rankommen werden. Und die werden wir dann noch verkabeln. Aber ich würde sagen, das sehen wir alles in der nächsten Folge. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, bitte ich euch doch um einen Daumen nach unten. Oder auch einen Daumen nach unten, wenn es euch nicht gefallen hat. Schreibt mir aber dann bitte in die Kommentare, was euch nicht gefallen hat. Ansonsten, wenn ihr Kommentare schreibt, ich werde mir die durchlesen. Wir werden zusammen ein bisschen was schnacken, austauschen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein.